Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zu der täglichen Dosis Trash. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Wochenstart und seid hoffentlich auch alle gesund. Das ist ja das Wichtigste in unseren heutigen Zeiten. Ansonsten geht es heute um Anne Wünsche mal wieder und sie hat eine richtig krasse Ansage gemacht auf Instagram und diesmal hat es wieder mal ihren alten besten Freund Oliver Pocher getroffen. Zwischen den beiden ging es ja hin und her. Es sind immer noch laufende Verfahren zwischen den beiden im Gange. Und Oliver Pocher hatte auch Anne Wünsche natürlich für seine neue Sendung auf RTL eingeladen, wo er ja immer gegen Influencer antritt. Und das war Anne Wünsche allerdings zu blöd. Und warum ich sie vielleicht auch verstehen kann, werde ich nach ihrer Ansage euch zeigen. Denn sie hat ein Angebot an Oliver Pocher gemacht und spricht relativ deutlich über ihr Kätzchen. Und was das Kätzchen bedeutet, genau, werdet ihr gleich hören. Und die Zartbeseiteten sollten lieber sich die Ohren zuhalten. Aber seht erstmal selbst, was Anne Wünsche in ihrer Instagram-Story so erzählt. Okay, Leute, mir wurde gerade ein Podcast zugespielt. Ich ärgere mich gerade selber, weil ich habe geschworen, ich werde nichts mehr dazu sagen. Aber ich glaube, jeder kennt die Situation, wenn irgendwie etwas gesagt wird, wo man genau weiß, sorry, das habe ich niemals gesagt und nein, das habe ich auch niemals so gemeint, wo man sich einfach sofort rechtfertigen muss. Rechtfertigen ist scheiße, aber ich glaube, es gibt einfach bestimmte Fälle, wie meinen zum Beispiel, wo es einfach seit einem Jahr einfach nicht aufhört, wo man einfach sagt so, nee, ey, Schweigen bringt hier nichts, ich habe keinen Bock mehr. Und ich zeige euch mal ganz kurz, was ich meine. Dann auch noch in die Sendung ein. Ich habe dankend abgelehnt. Möchtest du dazu was sagen, Olli? Es ist so natürlich nicht komplett rechnen. Erstmal, wir fragen gerade einige an und es ist echt sehr lustig, weil ganz viele muschimäßig jetzt Schiss. So, ja, ich habe eine TV-Anfrage vom Herrn Pocher bekommen und ja, ich habe dankend abgelehnt. Aber erstens, es ist nicht muschimäßig. Sorry, was soll dieser Ausdruck? Es ist penismäßig. Hat das schon irgendjemand mal gehört? Nee, es geht immer nur, das weibliche Geschlecht ist irgendwie scheiße, deswegen heißt es muschimäßig, ganz ehrlich. Wirklich? Wir pressen Kinder raus aus dieser Vagina. Also, ne? Psst. Dankend habe ich abgelehnt, nicht weil ich irgendwie Angst oder Schiss oder muschimäßig, ich hasse dieses Wort übrigens, ne? Also, meins heißt übrigens Kätzchen. Weil ich kätzchenmäßig einfach, nee, stimmt nicht. Es ist nicht kätzchenmäßig, sondern muschimäßig, Alter. Als wären wir übelst. Wir kriegen die Periode, mach das mal durch. Ich habe dankend abgelehnt, weil ich einfach Mobbing nicht unterstütze und weil ich einfach mitgekriegt habe, was es für ein Ausmaß annimmt. Ich kann nicht mehr reden. Das Muschi-mäßig hat mich jetzt einfach rausgeworfen. Was es für ein Ausmaß annimmt, wenn der Pocher und nicht in unsere Sendung kommen. Wie natürlich war denn das aber mit der Anne? Bei Anne war so, dass wir auch natürlich Anne Wünsche hätte ich gerne in der Sendung gehabt, hätte die Chance gehabt, in einer 2,5-stündigen Live-Sendung mit mir face-to-face im Fernsehen gegeneinander anzutreten. So, Pocher, ich bin nicht muschimäßig und ich auch nicht kätzchenmäßig. Ich habe einfach keinen Bock, mit denen Rennen zu fahren oder Bälle zu werfen und das so zu klären. Sondern da steckt einfach ein bisschen mehr dahinter. Deswegen, lass uns treffen. Lass uns reden. Lieber Herr Pocher, ich bringe dir ein Pet-Via-Tee mit. Okay? Mein Lieblingstee, Frozen Raspberry. Ich hoffe, er schmeckt dir, weil ich finde den bombengeil. Von mir aus kannst du auch eine Ocean's Apart Leggings anziehen. Eine Hello-Body-Maske auftragen. Ist mir egal, aber wir reden. Wir reden offen über alle Fakten und ich habe keinen Bock, mit dir Spiele zu spielen, sondern ich möchte, wenn, mit dir wirklich offen und ehrlich über alles reden. Vielleicht brauche ich auch einen Wein davor, weil sonst habe ich Flitzekacke, aber ich bin auch mega unsportlich. Deswegen kann ich auch mit dir keine Rennen fahren. Ist ja auch völlig egal. Ich möchte mit dir reden. Kätzchen ist hier, ich bin hier, okay? Und ich bin nicht mein Kätzchen. Kätzchen ist versteckt, ich bin hier offen. Wir reden. Nochmal ganz kurz unter uns, ne? Mein Kätzchen hat 2 Kinder geboren, natürlichen Weges, und macht einmal im Monat eine richtig heftige Blutung mit Schmerzen durch. Ich möchte dich gern dabei sehen. So viel zum Thema muschimäßig.
Margage wurde ja auch ganz offen besprochen im Podcast. Nehme ich. Denn ich würde ziemlich gerne spenden, Pocher. Also hau mal richtig auf die Kacke. Mach mal eine geile Sendung draus. Weil ich glaube, ohne RTL schaffst du es nicht. Und wir spenden das Geld. Jetzt habe ich hier so richtig auf die Kacke gehauen. Wahrscheinlich werde ich heulen in der Serie. Aber scheiß drauf. Ich werde heulen. Ich werde vorher Durchfall haben. Ich werde vielleicht auch ein Wein oder ein Schnäppchen vorher brauchen. Aber es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit. Ich kann nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Und es wird einfach an der Zeit, dass ich jetzt einfach mal rauslasse. Und so alles. Und dass wir einfach miteinander reden, weil ich habe keinen Bock, das noch ein Jahr zu machen. Corona ist schon scheiße genug. Da brauche ich keinen Pocher noch in meinem Leben. Bitte. Okay? Ich muss ehrlich zugeben, ich kann Anne Wünsche diesmal sogar echt verstehen. Und ich komme schon fast schlecht vor. Ich bin ja wirklich kein großer Anne Wünsche-Fan. Und das ist echt sehr ungewohnt. Aber ich möchte ja einfach sachlich berichten und auch fair bleiben. Und wenn man jetzt sich auch in Anne Wünsche reinversetzt, hätte ich, glaube ich, keine Lust, während eines offenen Verfahrens bei Oliver Pocher dann in der Sendung aufzutreten und vor allen Dingen sich dort auch zum Hampelmann zu machen. Also ich fand die Sendung, ihr könnt gerne mal eure Meinung unten reinschreiben, jetzt nicht so geil. Vor allen Dingen ist es, klar, es ist Trash, aber es ist auch nochmal so, wo man sagt, uch, muss das jetzt sein für ein paar Euro, weiß ich nicht. Da würde ich jetzt aus so einem Schlagabtausch ein Wortgefecht wesentlich cooler finden, dass beide sich jetzt wirklich in einem Duell gegenüberstehen und wirklich mal die Meinung geigen. So eine Art Talkshow. Und ich würde das auch moderieren, RTL. Also ich würde das gerne machen. Ich bereite mich darauf vor, ja, und bin im Thema drin. Das wäre natürlich sehr, sehr spannend, wenn dann irgendein Moderator vielleicht wirklich das Ganze moderiert und die beiden sich da in offenen Runden, ja, duellieren, vielleicht wie bei so einem Kanzlerduell. Ja, das wär doch mal der Knaller, ja, wenn die sich beide die Meinung dort geigen. Und sie will ja sogar auch ihre Gage dann spenden. Und das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Also die hat auf jeden Fall ordentlich einen rausgehauen. Die scheint auf jeden Fall drunter zu leiden, dass Oliver Pocher immer mal gegen Anne Wünsche auch stichelt und auch schießt. Ich muss sagen, sie hat die Kritik absolut verdient gehabt in den letzten Monaten und Jahren. So fair muss man sein. Ich habe sie ja auch die letzten Monate immer mal kritisiert und ich fand da auch einige Aktionen daneben. Also während einer Pandemie zu reisen, wie Anfang des Jahres, ist zwar nicht verboten, muss jeder selber wissen, aber finde ich immer sehr egoistisch. Und auch diese Wohnungssuche von ihrer Ferienwohnung jetzt während einer Pandemie, wo jetzt gerade die Zahlen auch wieder nach oben gehen, jetzt immer mehr Richtlinien kommen und Maßnahmen. Ich finde, das muss nicht sein und da sollte man nicht so egoistisch durchs Leben gehen. Das ist so meine Meinung einfach dazu und ich finde das halt sehr, sehr schwierig. Ich kriege so viele Nachrichten von euch, die schreiben, die sind immer noch in Kurzarbeit, dürfen seit über einem Jahr in ihrem Job nicht mehr arbeiten, haben ihren Job verloren oder ihr Unternehmen, wo sie gearbeitet haben, ist insolvent gegangen. Da gibt es viele von euch, die jetzt gerade richtige Probleme haben und nicht solche First World Problems einer Wünsche, die nun wirklich recht gutes Geld relativ einfach jetzt verdient. Ja gut, man muss da auch erstmal hinkommen und eine Million Reichweite sich aufbauen, aber es ist trotzdem halt relativ einfach verdientes Geld und dann sollte man vielleicht auch mal ein bisschen auf die achten, denen es noch schlechter geht und ja, irgendwie versuchen, das Ganze vielleicht mal ein bisschen vernünftiger anzugehen und vielleicht auch ein bisschen erwachsener und nicht ganz so egoistisch. Das ist jetzt nochmal eine persönliche Meinung an Anne Wünsche oder meine persönliche Nachricht. Sollte sie das hier sehen? Ich vermute nicht, aber kann ja sein. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt Oliver Pocher sagt. Ich nehme das Video jetzt hier am Samstag auf. Also bis dato hat er sich jetzt noch nicht geäußert. Es kann natürlich sein, dass er am Sonntag dann auch noch ein weiteres, eine weitere Bildschirmkontrolle hochlädt und dort auf Anne Wünsche auch antworten wird. Das werde ich euch natürlich dann auch umgehend im Anschluss dann an dieses Video hier auch dann berichten. Also es kommt dann vielleicht einen Tag oder zwei Tage später, je nachdem, ob Oliver Pocher jetzt auf dieses Angebot eingeht oder nicht. Also lasst gerne ein Abo da, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Wir sind ja auch schon fast 11.000, also ich würde mich riesig freuen. Und dann sehen wir uns die nächsten Tage auch schon wieder. Bis bald und ciao, ciao.